herzlich willkommen zum Dumastag. Hier findet ihr jede Woche am Donnerstag oder am Dumastag die wichtigsten Infomeldungen zu Doom. Und zur Einstimmung schauen wir uns jetzt mal den Trailer dazu an. Meine Fresse, sieht das brutal aus, aber es kommt unzensiert, ungeschnitten und uncut nach Deutschland. Und wie unsere Redakteure das fanden, das haben sie in einem längeren Gespräch eruiert und daraus zeigen wir euch jetzt einen kleinen Ausschnitt. Ja, freut mich natürlich tierisch, aus vielen Gründen. Einerseits für die Fans, für die Spieler, weil sie jetzt deutlich weniger Hassel haben, um an das Spiel ranzukommen in perfekter Form. Und es freut mich auch sehr für Bethesda und für die Entwickler, weil Deutschland ein sehr, sehr wichtiger und großer Markt ist und sich die Mühe gelohnt hat. Sie haben es durchgekriegt bei der USK ab 18. Super, Höchstleistung. Und es freut mich auch für uns, für den Videospieljournalismus, weil das halt auch ein Schritt ist in eine Richtung, die ich gut finde. Ein bisschen weg von diesen, naja, England-Österreich-Zwangskäufen, wenn du deine Spiele uncut haben möchtest. Kannst du jetzt bequem in Deutschland holen. Finde ich super, für alle. Also für euch bedeutet das, nochmal um das ganz klar zu sagen, man kann das Spiel problemlos in Deutschland vorbestellen. Man kann es auch auf Englisch spielen, das hat Bethesda auch bekannt gegeben, also zusätzlich zu der lokalisierten Variante, wobei in Doom ja eh nicht so wahnsinnig viel geredet wird, aber zusätzlich zu der lokalisierten Variante wird es dann auch die englische Sprachfassung geben. Ja, der Vergleich zu damals, ne, wir haben es gerade schon kurz erwähnt, wer sich Doom anschaut, konntet ihr, wenn ihr zum Beispiel die letzte PC Games gekauft habt, da war ja die Vollversion drauf von Teil 1 und Teil 2, da sah das ja alles noch nicht so wahnsinnig realistisch aus und trotzdem wurde Doom damals indiziert. Ja, das liegt einfach daran, weil es ein ganz neues Level an Intensität, sag ich mal, war. Und da war auch die Ego-Perspektive ja in dem Sinne noch nicht so populär und auch auf diesem... Ja, auf diesem, wie gesagt, auf dieser Stufe. Und ja, es gab halt einfach nichts anderes, das so daran heranreicht. Also da waren andere Spiele in der Zeit, die initiiert wurden, das waren halt so Kriegsspiele oder solche Geschichten. Oder Mortal Kombat wegen mir, ja. Aber dieses, du bist wirklich in der Figur drin und die Leute kommen dir bis hierhin und dann zersägst du sie mit der Kettensäge. Das gab's. Die hat aber halt eine 18-Freigabe und das ist ja auch inzwischen auch gesetzlich bindend, diese USK-Freigaben. Und dann bitteschön, liebe Eltern, gebt das nicht euren 12-jährigen Kindern zum Spiel. Das steht natürlich außer Frage, weil wenn es ab 18 ist, dann ist es natürlich ab 18. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass jeder es dann spielen darf, nur weil die BPJM es nicht indiziert. Dafür sind diese Altersfreigaben ja da. Aber es ist sowieso eine gute Entwicklung in den letzten 1,5 Jahren seit Resident Evil vom Index runter. Ja. Die alten Doom-Spiele vom Index runter. Max Payne. Ja, auch wieder zum Beispiel. Ja. Macht es auch Spaß natürlich bei der Berichterstattung, weil du als Journalist plötzlich Sachen machen kannst, die du vorher nicht machen konntest, zu Dingen, die dir am Herzen liegen. Und so eine Geschichte wie jetzt die letzte PC Games, hättest du vergessen können, noch vor 1,5, 2 Jahren. Genau, das wissen ja viele nicht, dass indizierte Spiele dürfen ja halt nicht mehr beworben werden. Und dann ist es halt so eine Sache, wenn das jetzt beispielsweise auf einem Cover stattfindet von einem Magazin, geht das ja schon, also für den Gesetzgeber vielleicht in den Bereich Werbung, das ist noch so ein bisschen umstritten, das ist so eine Grauzone quasi. Das ist das Problem, Aber man möchte das Risiko natürlich als Verlag jetzt nicht unbedingt eingehen. Ja, die Kombination aus Grauzone und nimm dein komplettes Sortiment aus dem Regal ist Genau, das kostet nämlich sehr, sehr viel Geld und ist vermutlich auch strafrechtlich relevant.
Hat man ja alle schon gehabt, dass da mal irgendwie so ein Hakenkreuz vergessen wurde oder das falsche Artwork verwendet wurde oder so weiter. Und da muss man dann natürlich sofort reagieren und das kostet halt sehr viel Geld. Und deswegen vermeidet man das dann. Ja, es ist schon viel Entwicklung da bei USK, BPJM und es rentiert sich mittlerweile auch. Weil viele Hersteller, viele Publisher haben ja auch einfach die Mühe gescheut, sich bei der USK vorzustellen und da in den Dialog einzutreten und die Arbeit sich zu machen, sondern gesagt, nee, schenken uns gleich von vornherein, das hat sowieso keinen Sinn. Und mittlerweile geht's, rentiert sich auch. Fein. Die Welt hat sich da definitiv weitergedreht auch und man merkt auch, dass so die nachwachsende Generation, also auch unsere Generation, die halt damit einfach aufgewachsen ist mit diesem Medium-Spiel, da eine gewisse, auch eine andere Beziehung dazu hat und das auch anders einordnet als vielleicht jetzt ältere Generationen, für die das ein komplett neues Medium war und die erstmal dachten, um Himmels Willen, da wird man jetzt zum Kriegs- oder zum Serienkiller wird man da ausgebildet und so weiter. Und von daher, da müssen wir uns bei Doom überhaupt keine Gedanken drüber machen. Das komplette Gespräch findet ihr auf unserer Themenseite Temple of Doom auf pcgames.de und pcgameshardware.de oder in der GamesTV24-App unter dem Kanal Doom. Neben der knallharten Singleplayer-Kampagne hat Doom aber auch einen umfangreichen Mehrspieler-Modus mit an Bord und da hat Bethesda neue Details dazu preisgegeben, und zwar zum Warpath-Modus. Das ist so eine King of the Hill-Variante, nur dass sich der Kontrollpunkt auf der Karte eben dynamisch bewegt. Videomaterial gibt es zum Mehrspieler-Modus leider noch nicht. Sobald wir was haben, zeigen wir euch das natürlich hier in unserer Doom-Show. Beim nächsten Mal werfen wir einen Blick zurück auf die Ursprünge der Doom-Reihe. Stellt sicher, dass ihr uns auch da wieder einschaltet. In den folgenden Wochen haben wir auch noch Gewinnspiele, Let's Plays und natürlich alle Infos zum Shooter-Kracher Doom für euch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin!